Nachdem ich weiß, dass die Ansätze der Unterschenkelmuskulatur immer ein Problem ist, habe ich am Fuß die Ansätze eingezeichnet. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist der Talus, hier hinten der Calcaneus und hier am Tuber calcanei die Ansatzstelle der Achillessehne. Die Achillessehne setzt sich zusammen aus dem Gastrocnemius, Caput mediale und Caput laterale und aus dem Musculus soleus. Wenn wir hier seitlich schauen, dann ist das, was ich hier in Blau markiert habe, die Tuberositas os metatarsale 5. Und das ist die Ansatzstelle vom Musculus peroneus brevis, der heißt auch Musculus fibularis brevis. Bitte aufpassen, das ist, wenn man von oben drauf schaut, wirklich hier am äußersten Zipfelchen. Wenn wir von den Fuß auf oben drauf schauen, dann sehen wir hier an der Seite noch den Beginn einer Ansatzstelle. Das ist die Ansatzstelle vom Musculus tibialis anterior. Der tibialis anterior setzt hier großzehenseitig an und zwar auf der Basis os metatarsale 1. Und hier am os cuneiforme mediale, ja, seitlich bis praktisch zur Unterfläche ziehend. Ja, also hier auf der Plantarseite ist noch eine Ansatzfläche. Wir haben jetzt den Fuß umgedreht, schauen jetzt von unten auf den Fuß drauf. Dann haben wir direkt neben der Ansatzstelle vom Musculus tibialis anterior hier diese zwei lilanen Flächen. Das ist die Ansatzstelle vom Musculus peroneus longus. Der Musculus peroneus longus heißt auch Steigbügelmuskel. Der zieht nämlich unter dem Fuß durch, um hier seinen Ansatz zu finden. Der setzt am os metatarsale 1, an der Basis an, sowie auch am os cuneiforme mediale. Dann haben wir hier noch diese orangenen Ansatzstellen. Die orangenen Ansatzstellen sind vom Musculus tibialis posterior. Der Musculus tibialis posterior zieht zur Tuberositas os navicularis auf die Plantarfläche. Das ist hier diese Stelle. Dann hat er natürlich auch weitere Ansätze, nämlich an allen ossei cuneiformia, nämlich am os cuneiforme mediale, intermedius und laterale und als Varietät bzw. mit ausstrahlenden Fasern auch Ansatzstellen am zweiten, dritten und vierten Mittelfußknochen. Hier oben haben wir hier, 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 hier und hier die Flexoren-Ansatzstellen und zwar hier natürlich an dieser Stelle setzt der Musculus flexor hallucis longus an und hier die Ansatzstellen des Musculus flexor digitorum longus.